So. Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Heute machen wir mal unseren ersten Dino Day. Unser erst Prüfdienstag. Ich habe zwei Strategen da. Das ist einmal der Paul Müller, ist der Namensvetter von mir. Und der Mann, der da gerade, du kannst mal umschwenken, den Mann zeigen, der da gerade an seinem Batman schraubt. Moin. Geh weg. Ist der Zocki. So. Was machen wir heute? Wir wollen mal Leistung messen. Den Batman hat man schon da, da ist aber irgendwie der Vergaser scheiße. Irgendwas passiert da irgendwo im Vergaser, der macht nicht so, was er soll. Deswegen werden wir jetzt nochmal den Vergaser tauschen und ihn dann nochmal draufstellen. Und dann mal gucken, ob er noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Leistung wirft oder überhaupt Leistung wirft. Dann haben wir deine Kiste noch dabei, ne? Was ist da drauf? 210 Malossi? So ist das. So ist das, genau. 210 Malossi, aber auf Originalwelle, auf Originalgetriebe, auf Originalkupplung? Nee, ist Kupplung. Kupplung drin. Das Wort habe ich jetzt nicht gehört. Müssen wir gleich piepsen. dann haben wir den Nordspeed Viper Auspuff drunter. Also das, was du dir da gebaut hast, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ne? Das ist dir schon klar. Okay, also ich sag's jetzt mal, ihr seht jetzt nicht, wie er mich hinter dem hinter der Kamera hier beschimpft. Ja? Da werden wir jetzt mal eine Eingangsmessung machen, mal gucken, wo der Bock liegt. Dann werden wir gucken, wenn wir den Vergaser modifizieren, wo wir dann hinkommen. Dann machen wir den Batman und dann schauen wir mal, was die Party hier heute so am Tag so für uns bereithält. Also, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Die Wand an. Also, ich schulde dir ein Bier, glaube ich. Was aber das Problem ist und was mich ein bisschen stört ist, Newtonmeter technisch sind wir gerade mal bei 20 Newtonmeter und das ist völlig untypisch für den Malossi Sport. Das heißt, der Auspuff kämpft mit seiner Performance komplett gegen die Ausrichtung des Zylinders. Deswegen kommt da PS-mäßig 19,5 raus, weil der nämlich ist, was habe ich dir eben gesagt? Was habe ich dir, bevor wir losgelegt haben, was habe ich dir gesagt, wo wird der Peak sein? Sag nochmal. Bei... Ich weiß 6, es 8, nicht mehr. 7, bei 6,8 bis 7,2. So, dein Leistungspeak ist bei 6.700. Also genau das, was ich eben sagte. Der Leistungspeak wird durch den Auspuff nach oben geschoben. Durch die Big Box Touring wäre der weiter unten. Und du verlierst echt Drehmoment. Dein Drehmomentaufbau, und das kannst du auch oft, ich blende das jetzt ein für euch, damit ihr da sehen könnt. Dein Drehmomentaufbau beginnt zwar mit rund 16 Newtonmeter bei 4500 Umdrehungen, da verschenkst du mit dem Auspuff aber locker schon 4-5 Newtonmeter. Und dein Drehmomentaufbau gipfelt also ungefähr bei 6476 Umdrehungen. Das heißt, du hast einen ansteigenden Drehmomentverlauf, was bedeutet, dass dieser Auspuff quasi genau wie die Leistung entsprechend deinen Drehmomentanstieg befeuert. So. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir den runter, machen den Batman drauf. Wir bauen jetzt, also du baust jetzt ein bisschen was um und dann stellen wir den nochmal drauf. Dann werden wir den noch ein bisschen mehr befeuern, werden den Vergaser umbauen, werden Venturi drauf machen, etc. pp. So wie ich das standardmäßig mache. Und dann gucken wir mal, was er noch mehr an Leistung hat oder ob nicht oder wie auch immer. Ne? So, also jetzt war es das erstmal für den. Also
19,5 und 20,4 Newtonmeter. 19,5 PS, 20,4 Newtonmeter. Ist schon nicht schlecht dafür, dass es alles original ist. Mit nur einem Malossi. Ist gut, ne? Ist richtig gut. Also, nächster Roller. Ich bin ja froh, dass der Bitburger Wagen schon da ist. Jetzt werde ich hier von zwei Seiten gefilmt, ist auch geil. Handy und Kamera. So, Batman steht drauf. Batman, nächste Runde. Der Vergaser, da stimmt irgendwas nicht mit. Der funktionierte nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt haben wir den Vergaser, also einen ganz neuen Vergaser drauf. Also, Vergaser umgebaut, einen ganz neuen Vergaser draufgesetzt und neu bedüst. Venturi drauf. Jetzt schießen wir damit mal ins Feld und dann gucken wir mal, was hatten wir beim letzten Mal, Zocki? 28. 28 PS haben wir beim letzten Mal. Wir gucken mal, was heute gibt. Ist ja auch ein bisschen kälter, ne? Mal schauen, was passiert. Also, Runde Batman.
Sollen wir mal die Gänge durchreißen? Mach. Dürfen wir mal, darf ich mal einmal durch? Also der ist bombastisch, wie der am Gas hängt. Mach. Wirklich bombastisch. Ja, mach. Also dann jetzt für Herz einmal Gänge durchreißen. Also Sound, Vollgas und allem Pipapo. Dann würde ich sagen, machen wir Kette, wa? Ich stehe auf den Scheiß. Hast du einen Reifenhändler? Was, ne? Ja, kann was. Also, ich habe den Eindruck, der ist mit, warte mal. Ich habe den Eindruck, der ist mit dem neuen Vergaser noch mal giftiger als vorher. Und er hat 2 PS zugelegt, ne? 29,9 und 27,7, glaube ich, hatten wir in den ersten. 27,8 war es. Yeah. Also, geil. Also, die Gasannahme ist meiner Meinung nach eine völlig andere Nummer. Musst du mal gucken, wie es nachher ist. So. Okay, jetzt bauen wir deine Kiste um und dann kommt die wieder auf den Prüfstand. Nächste Runde. So, für euch jetzt interessant, ich blende euch das jetzt ein. Wir quatschen jetzt im Off dazu. Du siehst, dass wenn du hier die eine Kurve mit der anderen Kurve vergleichst, wir können hinten raus viel weiter rausdrehen. Ja? Also aus irgendeinem Grund will der hinten raus freier atmen. Er ist immer noch nach dem Peak relativ kurz mit der Leistung. Also ich könnte den noch weiter rausprügeln, aber es macht keinen Sinn, weil er einfach abfällt. Der fällt einfach ins Bodenlose dann und dann brauchst du den auch nicht quälen. Aber der hat seinen Peak tatsächlich bei 7.785 Umdrehungen. Da haben wir auch nochmal richtig draufgelegt. Ne? Wir haben komplett übers gesamte Band in der Leistung draufgelegt und wir haben übers komplette Band in der Drehzahl, im Newtonmeterbereich draufgelegt. Ne? Also das ist schon gut. Ne? Muss man einfach sagen. Aber da sieht man mal, wenn du einen kaputten Vergaser hast, komm ein Stück näher, wenn du einen kaputten Vergaser hast und der war neu aus der Tüte, wir haben den ja zusammen draufgebaut, aber der performt einfach nicht. Ist so. Ne? Du hast an verschiedensten Fahrmodi hast du gesehen, dass die Kacke nicht funktioniert und hast mir das auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, komm her, wir tauschen den Vergaser, da stimmt was mit dem Vergaser nicht. Ich vermute mal, dass im Vergaser irgendwo irgendeiner der Kanäle nicht so ist, wie er sein soll, dass da irgendwie vielleicht ein Lunker drin ist, ein Gussfehler ist oder sonst irgendwas. Bearbeitungstechnisch, wir haben leider die 30 PS nicht geknackt, 29,9. Ich könnte jetzt nochmal eine Korrektur drüber laufen lassen, ja? Dann würde vielleicht das 0,1 PS noch rauskommen. Aber du hast 30 PS und du hast 27 satte Newtonmeter. Und du hast tatsächlich auch im Vorreso-Bereich, und das ist eigentlich das Geile, trotz Elron, hast du im Vorreso-Bereich 26 Newtonmeter. Das heißt, du kommst aus dem Standgas mit dem Reso-Auspuff mit 26 Newtonmeter. Geht gar nicht. Schwerz! Also akustisch ist das mal. Sorry? Also, das ist nochmal eine gute Ecke mehr am Drehmoment, ne? Nervst du massiv. Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, absolut. Also wenn du jetzt vom Vergaser zum Vergaser guckst, also das ist noch mal echt eine Schippe drauf. Aber der Vergaser kaputt. Also der zieht sich im Drehmoment noch mal ab, ich noch weiter nach vorne. Das ist gar nicht diese PS-Scheißzahl, interessiert mich gar nicht. Die Newtonmeter, die macht er gerade. Das ist schon geil. Das ist echt gut. So, der schiebt unten direkt mal amtlich los, ne? Und das macht er komplett über ganze Bandbreite bis hinten raus. Ne? Also das ist eine recht homogen fahrbare Kurve und der zieht dich schon gut voran. Das ist schon gut. Als du hier weggefahren bist, hörte der sich auch richtig kraftvoll an. Ne? So richtig, komm, ich reiße jetzt mal die Arme lang. Hörte sich super an.
von hinten, also als du da die Landstraße runtergekachelt bist. Das wird auch schnell dann, ne? Vor allem ist es ja auch schnell windig, ne? Ja, das ist ja richtig. Bei meinem Kampfgewicht ist das dann halt auch irgendwie ab einer gewissen Geschwindigkeit halt ein Stück weit kontraproduktiv. Aber, ne Tim? Alles das, ja. Alles das, was du vorher an Problemen hattest mit den dicken Vergasern, mit dem 30er Dello und so weiter, ist jetzt weg. Ja, definitiv. Und du siehst, 244 Quattrini mit Reso kannst du auch mit SI fahren. Alles klar. Absolut. So, dann haben wir dich jetzt abgeschmeckt und jetzt machen wir den Herrn Müller noch fertig. Ja? Prost, Männer. Müsstest du eigentlich filmen, damit der Kollege mit dem Bild ist? Ja. Das machen wir auch so. Warte. So. Und? Sehr geil. Also ich krieg's Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Mit wie wenig oder mit viel Know-how natürlich man ein bisschen Leistung kitzeln kann. Ja, aber das ist, was mich überrascht ist, dass die Kiste wirklich so viel Leistung mit allem Original hat, nur der Malossi Sport. Ja, alles Original und nur die Box. Braucht man sich fast gar nicht den Umbau mit 60er Welle anzutun. Ne? Wollen wir denn jetzt nochmal einen Auspuff wechseln oder nicht? Überlegen wir. Wir können jetzt eine kleine Pause machen.
Ich frage jetzt mal ganz kurz den Kameramann, wie viel 1000 Euro hast du mehr ausgegeben für deine 8 PS? Das ist jetzt aber gemein. War gemein, aber... Ja, aber der hat einen völlig anderen... Bei mir ist aber mehr Geld in die Lackierung geflossen, wie bei dir. Okay. Herr Bella, jetzt nicht bitchy werden. Jetzt mal im Ernst. Sollen wir den Auspuff umbauen und noch eine Kurve schießen dann? Ja, machen wir. Okay. So, jetzt Kollege lädt gerade ein. Du hältst die Kamera. Wir bauen doch nicht um auf Porschebox. Warum? Weil er jetzt eine Runde gefahren ist und das sehr geil findet. Und die Porschebox wird eins machen, die wird noch mehr Drehzahl zulassen und wird untenrum wahrscheinlich ein bisschen abbauen. Und das will er nicht und deswegen lädt der Tim jetzt ein und deswegen bleiben wir so, wie wir sind, mit den Ergebnissen, wie wir sind. Ich finde es gut, wir haben richtig was rausgeholt, auch bei dir. Ne? Auch von der Performance her, das läuft ansprechend, oder? Absolut. So, okay, Dino Day 1 rum. Jetzt habe ich das mit der Aachener Mischpoke gemacht, mit der Hot Volley aus Aachen. Von daher, ja, ist das Video jetzt mal zu Ende. Mal so ein bisschen Spaßvideo, ein bisschen rumbolzen. Aber nichtsdestotrotz, war schön. Hat gefallen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt hässlich und wenn ihr rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Und ich würde sagen, Daumen nach oben, Abo dalassen. Vielleicht den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Lasst ein Abo da, das würde mich echt freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.